So, schauen wir mal. Okay. Ist windig geworden. Mal schauen, ob er den Boost noch bekommt. Was ist ein 100 da? 23,7. Was? 23,7. 23,7? Ja. 23? Ja. Ich glaube, das ist echt ein hoher Mann. 22,97. Ich dachte, das wäre schon echt krass, Mann. 98 ist das schlechter. Oder ein guter 96. Nicht schlecht. So, schauen wir mal. Tati hat entweder einen 96er oder den schlechten 98er. Hat die einen gefangen? KP, Angriff auf 15. Müsste, ja, der kommt nicht an, Alter. Müsste der 1,96er sein. Dritter Wert, wahrscheinlich 13 dann. Wahrscheinlich. Dann schauen wir mal. Benutzen wir mal eine App, die wir nicht, vielleicht nicht benutzen dürfen. Ja. Aber, wenn der jetzt uns nicht hilft dabei, ja, dann müssen wir einfach, ne? Ja. Der 96er. Nice. So, fertig geratet, gerade von den Kollegen verabschiedet. Dachten wir uns, schauen wir mal im Funtainment, dem Kartenladen, vorbei. Ein paar alte Freunde besuchen und schauen, was so geht. Wir haben nämlich von einem neuen Kartenspiel gehört. Könnte interessant werden. So. Nochmal Glückwunsch zum 96er, Mann. Richtig krass. Ja, Mann, danke. Ja. Gute Tour. Schauen wir mal, was jetzt so hier abgeht. Schauen wir mal, wie dieses neue Kartenspiel sein wird. Bin ich auch gespannt. Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Trade Brothers! Hoi, der Kerl! Was geht ab, Mann? Hoi, der Kerl! Digga, back to you? Nee, Yu-Gi-Oh ist tot. Aber wir haben von dem neuen Kartenspiel gehört. Das neue Kartenspiel, oder was? Keine Ahnung, Mann. Wenn du das meinst. Habt ihr das am Start? Das hier. Anders. Hoi, ja, genau. Scratch Wars. Genau das, Alter. Exklusiv bei den Trade Brothers. Ja? Das ist, glaube ich, noch nirgendwo. Okay. Aber demnächst auf jeden Fall im Kiosk, Spielzeug und Spielläden. Okay. Aber momentan nur bei den Trade Brothers. Okay. Jetzt okay. Können wir das mal antesten, oder was? Ja, natürlich. Ja, geil. Für euch. Danke. Auf jeden Fall. So, dank den Trade Brothers haben wir jetzt mal diese Karten. Checken wir die mal ab, würde ich sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass... Also erstmal alle Infos unten in der Beschreibung. Ich meine, das Spiel wird dort ganz gut erklärt von denen. Wir werden ein Testspiel zocken, aber jetzt schauen wir uns das erstmal alles an. Genau. Das ist halt ein... Willst du was sagen, Tati? Ja, das ist ein Kartenspiel, genau. Denke ich mal, auch mit Angriff schon was für sich. Aber das Besondere hier läuft auch mit der App. Also sprich Karten und App. Was Neues, also habe ich noch nie gehört bis jetzt. Ja. Schauen wir mal. Und die Karten kann man aufrubbeln. Mit dem hier. Mit dem hier. Kannst du mal öffnen. Die kann man auf scratchen, deswegen Scratch Wars. Und dann kannst du die einscannen in deine App. Aber hier sind auch Karten drin. Okay. Oder? Nee, ist nicht. Doch, das ist zum Scratchen, oder nicht? Das ist es. Ah, Mann. Das ist es. Okay. Das war jetzt in dem Pack hier drin? Genau hier. Das ist das für Leben, zum Leben Punkte zählen. Und dann haben wir jetzt das hier zum Aufrubbeln wahrscheinlich? Genau. Aber was ist das da, weißt du das? Ja, das ist zum Angreifen, also. Ah, okay. Da kannst du hier einmal so drehen und dann landet es hier drauf, aber egal. Genau. Also rubbeln wir mal auf, oder was? Ja. Bin mal gespannt. Genau. Immer schön vorsichtig, weil das ist ja eine Sammelkarte. Und ihr wisst, manche Sammelkarten sind sehr wertvoll. Mal was anderes. Auf jeden Fall. Dass man jetzt erstmal nicht sieht, was es überhaupt ist, ne? Weil jedes andere hat auch ein paar andere Werte. So, gehen wir weiter runter.
Okay. Also wir sind hier im Kartenladen, dort wird Pokémon gespielt, Yu-Gi-Oh, Magic, Cardfight Vanguard, passend dazu Scratch Bros jetzt, demnächst auch noch. Hier noch die kleine Box. Ja. Ja. Wir haben schon alle hier aufgerubbelt, schön fleißig. Das ist auch so ein. Ah ja, das ist wahrscheinlich so ein Starter-Deck. Genau, das ist wahrscheinlich so ein Starterteil. Ja. Da gibt es zweimal Lebenspunktezähler. Ja, wahrscheinlich. Ja, klar. Kleine Anweisung, ein kleines Büchlein hier. Ja, ja, das ist gut. Sollte ich gleich durchlesen. Auf Deutsch. Genau. Zwei von diesen, na mehr sogar. Ja. Das ist für die Aktionen, was man alles machen kann. Für die Aktionen 2, 4, 6, 7 Stück. Und dann wieder noch ein paar Karten zum Aufrubbeln. Und dann zwei Karten zum Aufrubbeln, genau. Machen wir das. So. Ich habe mich jetzt mal ins Spiel eingeloggt. Ich habe schon ein bisschen gezockt, ein bisschen das Tutorial angezockt, um mich mit dem Spiel vertraut zu machen. Und jetzt können wir die Karte einscannen. Bam! Oh, oh, oh. Scanned Hero Card. Okay. Gib mal noch eine Karte. So. Die Frage ist jetzt, das scannen erstmal. Bam. Die Frage ist jetzt, ob jemand anderes die Karte nochmal einscannen kann. Das wäre interessant zu wissen. Aber so läuft das ab und dann habt ihr das im Spiel. Jetzt zocken wir, glaube ich, noch eine Runde. Falls wir die Regeln checken. Aber ist nicht so schwer. So, Kathi macht sich auch mit dem Spiel vertraut. So Leute, es ist ungefähr eine Woche vergangen, seitdem wir uns getroffen haben und uns das Spiel genauer angeschaut haben. Ja, wir haben uns vorbereitet und jetzt ist Zeit für ein Match. Geiles Spiel, war ohne Scheiße. Also mir gefällt es echt mal. Oh Gott, der hat 22 Leben. Tja, drei Schadenspunkte an dich. Ja? Oh mein Gott. Komm, wieder drei Schadenspunkte. Ja? Sorry. Komm, cooler Charakter, Mann. Hast leider verloren, ja, aber war ja abzusehen. Vielleicht beim nächsten Mal. Geh noch ein bisschen üben, ja, und dann können wir wieder gegen einen Spieler fahren. Oh mein Gott, Tati hat mich richtig zerstört. Alter, das ist ein paar Tipps für mich, Tati. Kannst du uns ein paar Sachen erklären hier, wie du uns so schnell zerstört hast, Mann? Ja, ein paar Anfänger, sag ich mal Anfängertipps. Wir haben ein paar gute Karten bekommen. Ja. Ich finde die zum Beispiel recht gut, ja. Okay. Kann man mal einfach sehen. Der kann drei Waffen benutzen, sieht man hier. Das heißt, zum Beispiel kann er einen Stab benutzen, wie den hier. Dann kann er zwei Aktionspunkte benutzen, wenn jetzt zum Beispiel jemand anders, der das nicht benutzen kann, okay. Ja. Der muss dann einen Plus-Aktionspunkt dazugeben, sprich aus zwei werden dann drei. Das ist dann eigentlich nicht so gut. Aktionspunkt sieht man dann hier. Das sind dann die Tage sozusagen. Wenn ein neuer Tag beginnt, beziehungsweise ein neuer Zeitpunkt beginnt, bekommt man immer diese Aktionspunkte, die hier stehen. Plus drei, plus drei, plus drei, plus drei. Und das ist echt krass. Bei dem sieht man ja ganz genau, was für eine Art Spieler das ist. Ja? Das ist ein Waffenzerstörer. Ja? Ein Waffenzerstörer. Das heißt, wenn dann zum Beispiel ich drehe jetzt auf dieses Zeichen, das heißt, ich kann zwei Punkte zerstören, plus seinen Eigenschaften wird es dann erhöht. Ja? Und dann sieht man ja zum Beispiel hier, bei der Waffe zum Beispiel bräuchte ich drei Punkte, um die zu zerstören. Ja, dann ist sie weg. Okay, ja? Krass. Also kann der fast immer eine Waffe zerstören? Rein theoretisch schon, aber da muss man auch eine Waffe wählen, also mit ihm kämpfen, die auch Waffen zerstören kann. Ah, okay. Ja, das ist halt dann immer alles sehr... Verstehe. Ding. Da kann man mal kurz sagen, was es eigentlich so für Typen gibt. Ja, genau. Also hier, das sind Schadenspunkte. Ja.
Damit kannst du dich dann in der Gegnerstunde schützen mit dem Schild. Ja, genau. Das heißt dann 3 Punkte zum Beispiel. Das sind auch Schadenspunkte, aber halt mit der Faust sozusagen. Da gibt es noch diesen Blitz. Das heißt, du kriegst dann in der Runde nochmal 2 Aktionspunkte dazu. Okay. Ja. Genau, was man da noch sagen kann zum Beispiel, sind die unterschiedlichen Farben. Es gibt grün, orange, rot. Genau hier. Grün bedeutet, wenn ich jetzt noch Aktionspunkte übrig hätte, könnte ich diese annehmen, aber dann nochmal weiter drehen. Ja? Bei Orange heißt, wenn ich diesen Aktionspunkt nehme, also ich möchte meinem Gegner Schaden zufügen, dann beende ich. Aber wenn ich Aktionspunkte habe, kann ich rein theoretisch nochmal drehen und dann ein neues Glück halt erhoffen. Bei Rot ist so, dass der Zug definitiv beendet wird, egal wie, also am besten halt dann immer annehmen, ist ja klar. Okay, verstehe. Ja? Was kann man noch sagen? Hier oben sind die Leben. Ja, der anfängt, wird automatisch mit -2 Ding, weil er hat halt immer einen Vorteil. Man muss sich halt reinfinden. Ja, online auf jeden Fall ist es gut, weil dann man ja alles vorgezeigt bekommt. Da gibt es auch ein Tutorial, wo man das alles anschauen kann. So zu spielen macht auch Spaß. Ist halt ein bisschen, muss man sich ein bisschen reinfinden. Genau. Das waren so ein paar Tipps für uns, damit wir das nächste Mal nicht so hart zerstört werden. Aber an sich echt eine coole Sache. Und wir zocken jetzt noch ein paar Runden.